Friedl, Sie sagen gerne, eine Technologie wie die Blockchain muss man weiterentwickeln, sonst hört sie auf, gut zu sein. Was ist das Gute an der Blockchain? Da gibt es natürlich viele Aspekte an der Blockchain, die gut sind. Unter anderem, dass sie dezentral organisiert ist. Das heißt, sie ist nicht angreifbar, sie ist sehr sicher strukturiert. Die meisten Projekte sind auch auf Open Source Data oder Open Source generell konzipiert. Das heißt, es ist nicht proprietär für irgendeine Firma eingeschränkt, sondern es steht der Menschheit zur Verfügung. Und das sehe ich als wesentlichen Vorteil der Blockchain-Technologie. Werden wir in Zukunft alle an Blockchain-Berechnungen beteiligt sein, etwa über unsere Smartphones? Also die Blockchain-Technologie wird definitiv den Großteil der Menschheit betreffen, direkt oder indirekt. In Form von Beteiligungen an Berechnungen gibt es auch schon Projekte, die ganz stark in diese Richtung gehen und es wirklich einer breiten Masse zugänglich machen wird. Und es kann durchaus auch sein, dass da über das Smartphone hier Möglichkeiten entstehen. Die Blockchain ist ja vielfach noch in der Erprobungsphase. Wann wird das richtig ernst werden damit? Ich würde sagen, es ist schon sehr ernst, aber ernst im Sinne von, dass man wirklich Public-Projekte realisiert, im Sinne von im Government-Bereich oder auch in Unternehmen wirklich scharf schaltet sozusagen diese Projekte. Das wird von Monaten bis wenige Jahre noch dauern, weil ja doch die Fachkräfte sehr rar gesät sind. Man braucht doch spezielle Softwareentwickler, die sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigen und das ist aktuell eher das Hemmnis, was das Ganze etwas in die Länge ziehen wird. Hat Österreich als Anbieter und Mitentwickler der Blockchain eine Chance in diesem weltweiten Wettbewerb um die Blockchain-Technologie? Würde ich schon so sehen, ja. Auch wir haben hier einen Standort in Wien angesiedelt, wo wir Blockchain-Technologie entwickeln, softwaretechnisch. Österreich im Sinne von Wirtschaftsstandort sehe ich sehr positiv, weil wir auch hier in der Regierung oder Regierungskreisen, in den Ministerien sehr gute Bestrebungen und Ambitionen bereits sehen, die sich in die richtige Richtung formieren.